So, dann müssen wir uns ja nur noch entscheiden, wem wir diese Rose übergeben wollen. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Schlagzeug. Hey, danke. Mann, das Konzert ist krass. Ja, das ist schon was. Ich bin jedenfalls Izzy. Das ist Steph. Wir sind Drugstore Make-up aus Seattle. Wir haben, Merch. Alter, fang an zu zählen. Ich sterbe hier. Okay, Merch ist immer gut. Wer mag schon kein Merch seines Lieblingskünstlers oder wie auch immer? Gut, dann haben wir jetzt ein Ründchen gedreht, wie es aussieht. Uns mal alles angeschaut. Und wie wäre es, wenn wir Steph die Rose geben? Können wir das jetzt tun? Rose. Na komm, wir machen's. Ich finde, das fühlt sich richtig an. Für dich. Ist das dein Ernst? Ja, das ist es. Wow. Ich freue mich so sehr. Die versüßt mir echt den Abend. Das freut mich. Mich auch. Hey, sehen wir uns heute Abend nach der Show? Ich habe absolut krasse Neuigkeiten für dich, sagte sie überaus geheimnisvoll. Natürlich. Da fällt mir ein, Ryan sollte gleich fertig sein. Also bis gleich. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ist ihr nicht so leicht? Huch. Das ging von selbst aus. Steph hat geschrieben, rockt. Alles bereit, kommst du zur Bühne unterwegs? Okay, let's rock. Klingt, als würde Ryan auf mich warten. Ich gehe lieber zurück. Na dann, wo ist denn... Da ist die Bühne. Wir drehen uns schön im Kreis. Jetzt müssen wir nur noch den Rian finden. Steht er hier hinten? Ja. Autofreund. Okay, also. Es geht um ein junges Bauernmädchen im magischen Land der Elfen. Okay. Dank Esther sucht nach ihrer Schwester. Dank dir habe ich endlich wieder richtig Spaß daran. Ja. Ethan scheint nicht der Einzige zu sein, den das Lab heute inspiriert hat. Nee, ich denke, da haben noch andere, viele andere davon profitiert. So, da sind die Studenten. So, und der Ryan. Ach, da ist er ja. Gut, Diane hat uns geschrieben. Heuchlerisches Miststück. Hi Alex, ich wollte dir ein frohes Frühlingsfest wünschen. Leider muss ich dieses Jahr arbeiten, aber ich schätze unsere Unterhaltung von vorhin wirklich. Es war toll, dich näher kennenzulernen. Danke, Diane. Gleichfalls. Loxi. Hey. Hey. Gerade rechtzeitig. Also, wer spielt? Sie steht vor dir. Dein Ernst? Das ist ja mega. Krass. Und wer noch? Ryan? Steph? Wer spielt sonst noch? Ich hasse euch beide. Wir wollten nicht, dass du kneifst. Entschuldigung. Aber dieser Übergang war gerade perfekt. Niemals hätten wir gekriegt. Wer hat denn hier was von Kneipen gesagt? Niemand. Aber nur weil du nicht die Chance dazu hattest. Das wird so krass. Glaub mir. Let's go. Oh, weit. Wir haben noch nie zusammen gespielt und... Jedenfalls. Sorry, wenn's kacke ist. Wird schon. Fuck it.
klingt doch mega gut. Hey, Charlotte. Wie tief er wohl ist. Den See, meine ich. Weiß nicht. Ich fühlte mich furchtbar heute Nachmittag. Ich wusste nicht, ob ich dieses Gefühl überlebe. Aber jetzt... Es ist wie wenn dein Bein einschläft. Obwohl es noch an dir dran ist, fühlt es sich so fremd an. Mein Leben lang hatte ich intensive Gefühle. Aber vielleicht ist es besser so. Charlotte, es tut mir so leid. Was tut dir leid? Ich wollte echt nicht, dass es so weit kommt. Ich auch nicht. War schön, dich zu sehen. Viel Spaß auf dem Fest. Eine neue Nachricht, die sich von selbst öffnete. Das hatten wir. Hey, können wir uns auf dem Dach treffen? Klar. Okay. Klingt, als würde Steph mich auf dem Dach treffen wollen. Nochmal ganz kurz zu unserem Auftritt. Alter, wie gut war das denn? Sorry, wenn es kacke wird. Es hat sich angehört, als würde sie nichts anderes machen. Heilige. Also das hat mir gut gefallen. Black Lantern. Nee, da sollten wir jetzt, glaube ich... Da sollten wir natürlich reingehen. Denn wir müssen ja aufs Dach. Gut, dann gehen wir mal direkt hoch. Dreckiges Geschirr. Können wir das abräumen? Nicht heute Abend. Gut, da hat sie mir schon auf meine Frage geantwortet. In Ordnung. Und hoch gehen wir.
Du meintest, du hast Neuigkeiten? Ich hau ab. Krass, ich verlasse echt Haven Springs. Ist das zu glauben? Ich bin wieder unterwegs. Fuck ja, endlich! Was? Moment, ist das dein Ernst? Ich werde wieder Musik machen, Alex. Egal, wo ich bin. Ach, krass, ich hab schon vergessen, wie sich das anfühlt. Alter Steph, das ist so cool. Ich freue mich so für dich. Meld dich hin und wieder mal. Denkst du wirklich, du wirst mich so schnell los? Komm schon, Chen. Ich brauche ein neues Ziel. Du bist mein Glücksbringer. Dein Geschmack für Glücksbringer ist mega beschissen. Halt's Maul. Du wählst. Wo sie zuerst hin soll? Ozean? Greetings from the middle of the ocean. Berlin? Naja, ja. Salem, Massachusetts. Ich bin ja eher so der Typ Meer, deswegen würde ich eigentlich Ocean. Aber sie will ja nicht im Ozean spielen. Ist das eine Stadt? The middle of the ocean? Kenne ich nicht. Aber ich bin Team Ozean. Wow, beste Idee. Okay, erzähl mir von meinem Leben auf dem offenen Meer. Ah, es war also doch das offene Meer. Aber sie spielt auf einem Kreuzfahrtschiff ganz. Das war ja die Intention dahinter. Glückwunsch zum neuen Gig als Schlagzeugerin einer Kreuzfahrtschiffband. Das könnte sogar klappen. Ich mixe den Dead Rock mit Musical-Songs und einem Bikini-Kill-Cover pro Set und die Yuppies lernen, was gute Musik ist. Du könntest ein paar eigene Songs einbauen. Und siehe da, ihr seid die erste Cruisecore-Band der Welt. Hurra. Das klingt nach einem spektakulären Plan. Gut. Dann komm mit mir. Was? Auf den Ozean? Klar. Warum nicht? Muss nicht unser erster Halt sein, aber irgendwann? Ich habe noch Freunde in Seattle, die Konzerte buchen. Fangen wir da an. Oder, ich weiß nicht, Kansas City? Vegas? Wo immer wir wollen. Oh. Hör mal. Ich will dir echt keinen Druck machen. Aber ich habe gesehen, wie du so viel von dir gibst, um anderen zu geben, was sie brauchen. Und manchmal frage ich mich, ob du überhaupt mal an dich denkst. Ich meine, ich mag dich wirklich sehr, Alex. Du bist mir echt krass wichtig. Ich wusste, dass so eine Entscheidung kommen wird. Und Alter, ganz ehrlich. Egal. Wir müssen zwar erst noch das mit Typhon klären und das werden wir auch noch tun, aber warum sollten wir nicht mit ihr unterwegs sein? Warum denn nicht? Und in diesem Sinne, auf geht's. Küss mich. Küss mich, küss mich, küss mich. Der Gefühle. Du musst dich nicht entscheiden, also nicht jetzt sofort. Okay? Denk drüber nach. Das werde ich. Danke.
Ich gehe jetzt wieder zurück. Dann bis später. Noch was zu regeln für uns. Hey, Gabe. Kann ich dir etwas sagen? Ich glaube, ich habe herausgefunden, warum du gestorben bist. Wer verantwortlich ist. Ist das nicht verrückt? Ich habe keine Spur mehr, der ich folgen kann. Was mir Angst macht. Denn nach all dem, nach Typhon, nach dir, ist da nur ein normales Leben. Ich habe irgendwie darauf gezählt, dass du mir zeigst, wie das geht. Aber ich denke, ich finde es schon heraus. Ich wünschte nur, du wärst hier, um es zu sehen. Und ich habe Steph geküsst. Das ist auch passiert. Gerade ein schöner Moment. Und naja, seit diesem Lab dachte ich mir schon, es ist einfach die einzig richtige Entscheidung. Für uns und für die Steph natürlich auch. Und so haben wir uns also entschieden. Wir werden unser gemeinsames Leben mit Steph zusammen weiter verbringen. Wir müssen hier die Dinge erstmal richtig stellen. Das hat immer noch Prio 1, trotz allem. Ach, ich finde den Charakter von der Alex ist einfach so genial, so gut getroffen und ausgearbeitet. Es ist einfach traumhaft. Wie gesagt, wir müssen erst unsere Dinge hier, unser Business hier regeln und alles klar und richtig stellen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Und dann können wir endlich mal an uns denken. Alex, hast du den USB-Stick? Hab ich. Es ist alles da drauf. Gabes Anruf, ihr geheimer Plan, die Vertuschung. Du musst mit mir aufs Revier kommen. Alex, mach's nicht kompliziert.